Ich bin Neoblade. Wir sind in der Platin-Liga. Mo gegen Gavatron. Und wir sehen ein PvT auf Belgier Vestige. So, ich habe noch die Vision an, das ist gut. Ich werde bei einigen der Videos der JuffFE auch mal die konstante Arbeiterproduktion einblenden und da Statistiken zu veröffentlichen. Hauptsächlich Workers Active, muss ich dazu sagen, und die durchschnittliche Klickgeschwindigkeit. Werde das aber dann in dem Video auch nochmal schriftlich erklären. Klickgeschwindigkeit ist aber hier, dass wenn hier 95% wären, oder 15 Sekunden oder 90%, was auch immer 15 Sekunden sind, man drückt alle 15 Sekunden auf eine Sonde ohne Chrono Boost, dann würde die durchschnittliche Klickgeschwindigkeit auf 15 stehen. Da haben viele Bronzeligisten 20 oder 25. Gut. Wir sehen Gas. Das sollte eigentlich klar machen, dass ein Reaper kommt. Deswegen wird ein Core geaddet. Dann werde ich das jetzt mal langsamer machen und mir anschauen. Denn so ein Reaper kann schon Schaden machen. Jetzt wird der zweite Zealot gebaut. Stalker kann gleich gebaut werden, wenn 50 Männer Gas da sind. Chrono Boost anwenden. Also ich sehe, dass der Chrono Boost auf 65 war. Man darf also den Stalker durchaus Chrono boosten, wenn Reaper da sind. Aber man sieht, der Reaper hat halt bis jetzt null Schaden gemacht. Und sollte er halt jetzt auch nicht mehr tun. Denn er kann nicht mehr irgendwo reinspringen. Das Cliff für den Reaper ist hier zu hoch, da kann er nicht hoch, also kann er hier eventuell reinspringen, dann sind aber die Zealots sofort da und hier steht der Stalker. Also das Einzige, was er machen kann, ist hier einmal hinten rumlaufen und dann, glaube ich, hier hochspringen. Aber gut. JuffFE wird ganz normal gespielt. Zealots Core Forge, Stalker. Und wegen des Reaper wird ein zweiter Stalker gebaut. Alles im grünen Bereich. Werden wieder zwei Cannons gebaut. Liegt auch daran, dass er natürlich nicht gescoutet hat, was da los ist. Geht mal an den Watchtower, sieht er den Reaper weglaufen und sollte halt jetzt scouten, ob da eine Echse ist oder nicht. Oder sogar mal mit Mothership Core hinfliegen und gucken, wie das aussieht mit dem Tech des Terras. Entschuldigt meine etwas müde Stimme. Ich habe heute 12 Stunden gearbeitet. Und da sind relativ viele Marines. Er kriegt durch das Micro Overmins, wie ihr oben rechts in der Ecke sehen könnt. Das ist nicht so gut. Also die konstante Roboproduktion wurde dadurch auch vernachlässigt. Das zeige ich gerade mal.
Shadows. Man sieht auch, dass er die Robo nicht auf einer Taste hat. Und... Ah, wobei. Also die Verzögerung ist nicht wirklich gravierend. Tut mir leid, Mo. Da habe ich ein bisschen Unrecht getan. Aber man könnte jetzt durchaus ein paar weitere Gates adden. Also in Teil-Timings und Benchmarks muss Mo sich wirklich nochmal angucken, aber vielleicht hatte ich ihn da am Anfang nicht drauf hingewiesen. Das war knapp mit dem Reaper. Im Moment passiert da nicht so viel spektakulär viel, muss ich zugeben. Okay. Der Gegner ist Platin. Faszinierend. Nur Marines. Da muss ich mir doch mal gerade angucken, was da wenigstens für Upgrades drauf sind. Erste Medivac bei 1025. Okay, das kann ich sogar noch nachvollziehen. 00 Upgrades. Er baut seine dritte. 1-0 Upgrades. Robo tut nichts, das ist nicht gut. Könnte Chrono Boost anwenden auf die Forge, aber okay. Oh, der Chrono Boost sieht nicht so gut aus. Die Probes alleine loszuschicken ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das reicht für viele Force Fields. Aber das ist ein klassischer Angriff, wie wir ihn auch von Corbin und mir sehen. Außer, dass er halt viel zu spät beginnt. Dafür ist allerdings er mit 6 Zealots, 12 Stalkern, 2 Immortals und 7 Sentries auch deutlich stärker. Jetzt werden die Medivacs rausgefokust. Ja, vor den Pylon. Was der Terraner da macht, ist mir völlig unklar. Er warbt wieder rein. Genauso muss es sein. Aber der Terraner hat schwachsinnige Micro gemacht. Also schwachsinniger geht's eigentlich nicht. Die Force Fields haben ihn beinahe ein bisschen selbst abgeschnitten. Also Force Fields sollte man immer hinter die terranische Armee machen oder irgendwie dazwischen. Oh, ein Marine. Das ist genau das Richtige. Aber da kann man auch mit A-Move drauf gehen. Bei dem Army Value ist das jetzt nicht so gravierend. Aber der Terran, also den Terraner gucke ich mir gleich nochmal an. Platin-Liga. Ganz faszinierend. Ich schaffe das mit meinen Arbeitern. Ja, ja. Also das muss ich mir nochmal angucken. So einen faszinierenden Terran habe ich schon noch nie gesehen. Research complete. Income. Da ist Mo vorne, das ist gut. Sollte reinbauen, hätte ein Bauprism mitnehmen sollen oder so, dann Pylon dahin bauen sollen. Was macht der Terraner denn da?
Ich bewege mich wild hin und her. Mikro schwachsinnig eingesetzt. Ich meine, der ist Platin. Dem muss doch klar sein, dass diese SCVs jetzt gegen diese Armee dann nichts mehr ausrichten. Und dann switchen wir mal kurz hier auf diesen Marine. Auch ganz faszinierend. Lassen den Marine der Nexus angreifen. Also das habe ich nicht richtig verstanden, was der Terraner da gemacht hat. Und auf 45 SCVs auf diese Armee hier zu fahren. Mit Immortals. Gut, das Spiel war eh verloren, aber wenn man es gewinnen will, hätte man hier die Rampe noch zumachen können, Bunker dahinter setzen und dann mit Medivacs eventuell irgendwas einladen. Aber also SCVs hier an der Front verheizen? Sehr seltsames Decision-Making. Wie dem auch sei, das war Mo mit einem Straight Game, wie man es den Lernvideos nach spielen sollte. Aber der Angriff sollte früher kommen. Da muss Mo sich die Timings und Benchmarks nochmal angucken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.